Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zum Update zu unserer Serie Trading mit Saisonalitäten, Teil 29 auf Seite 32 in der November-Ausgabe des Magazins Traders. Eilen Sie zum Bahnhof, wenn Sie das Heft nicht haben. Es geht um eine Ölaktie, nämlich Fuchs Petrolub SE Vorzüge. Diese Aktie sehen Sie heute hier. Und da sagt die statistische saisonale Auswertung, dass man das Papier heute kaufen soll mit einer Haltedauer bis zum 10. Februar nächsten Jahres. Und anhand der Daten der letzten 14 Jahre ergibt sich eine Trefferquote von 93,33% und im Schnitt konnte man 14,67% damit gewinnen. Bedeutet, aus 100 Euro Anlagekapital werden 114,67. Maximal wären natürlich 143,41 Euro geworden, weil der maximale Gewinn lag bei 43,41%. Durchschnittlicher Verlust liegt bei 6%, maximale natürlich bei 21%. Das ist nicht gut, aber wir können es ja auch nicht ändern anhand der saisonalen Gegebenheiten, weil auch eine solche Aktie kann sich nicht gegen einen Crash der Gesamtbörse stemmen. Also die Aktie ist hier erst nach oben ausgebrochen, kam zurück und ist jetzt heute wieder über diese Widerstandslinie gestiegen. Wenn man also davon ausgeht, dass die Aktie sich weiterhin stark verhält, wäre das eigentlich jetzt ein guter Einstiegspunkt und das Stop sollte man unter diese rote Linie mindestens platzieren. Der aktuelle Kurs der Aktie liegt bei, was haben wir hier, 43, das wäre, wenn Sie jetzt 10% nehmen, 4 Dollar, das wäre sozusagen hier in diesem Bereich, da wären Sie unter dem Aufwärtstrend ganz auf der sicheren Seite. Unter der roten Linie wäre sozusagen der Durchschnitt von 6%, dem würde genüge getan werden. So, jetzt schauen wir uns mal an, wie verhält sich denn die Aktie im Vergleich zu Öl. So, was wir hier nämlich jetzt sehen, ist Fuchs Petrolub mit diesem Einstiegstag. Ich habe jetzt verschiedene Linien gemacht. Das ist in Blau Rohöl mit dem Kürzel CL. Das ist jetzt unlängst auf ein neues Tief gegangen und die Aktie läuft nach oben. Wir sehen also hier in diesem Rohölwert eine positive Divergenz und solange das so bleibt, kann die Aktie eigentlich noch weiter steigen. Mindestziel, wie gesagt, 14%, und jetzt gehen wir mal davon aus, die Aktie steigt über dieses Hoch. Ich lege jetzt mal hier diese Linie oben drüber. Dann könnte man eine Kurszielprognose erstellen, indem man ganz einfach sagt, wir nehmen jetzt diese Korrektur hier und jetzt mal etwas anpassen und spiegeln diese nach oben und dann hätte die Fuchs Petrolub Aktie ein Ziel im Bereich von was steht hier unten, 50 Euro. Wenn Sie jetzt hier einsteigen bei 42 Euro, wäre das im Endeffekt das Durchschnittspotenzial von 14,67. Die Börse ist ja momentan eigentlich sehr stark. Jahresendrally könnte hier in der Fuchs Petrolub Aktie bald beginnen. Wenn Sie das Stop also wirklich hier unter diese rote Linie oder unter diese braune Linie platzieren, sind Sie mit diesem Wert eigentlich gut bedient. So, und jetzt schauen wir uns nochmal die Envelopes an. Wie sieht es denn da aus? Die Aktie befindet sich über der 200-Tage-Linie, die verläuft bei 39,58. Wenn wir also das Stop ungefähr 7% unterhalb des Einstiegs platzieren, dann wäre das ein Stop unter der 200-Tage-Linie. Wenn Sie ganz sicher sein wollen, dann legen Sie Ihr Stop auf den Supertrend-Indikator, der hier momentan bei 36 hier unten steht, 36,55 Euro berechnet wird. Der ist nämlich seit Ende 2014 steht er auf Kauf.
erstes Ziel in der Aktie ist, wie gesagt, ein neues Hoch. Und wenn es zu einem neuen Hoch kommt, dann wäre dieser Bereich des oberen Envelopes bei momentan, Moment, was haben wir hier, bei 47 das nächste größere Ziel. Und dann wird es interessant, weil hier links sehen Sie ab dem Jahr 2012, wenn die Aktie sich diesem oberen Envelope annähert, dann bedeutet das, dass die Aktie entweder weitere Stärke zeigen muss oder aber ein möglicher Short-Kandidat ist. Sie sehen es hier in diesem Beispiel oder hier. Dann wird es interessant, dann sollten Sie Ihr Stop eng nachziehen. Denn es kann sein, dass die Aktie weiterläuft, wie hier. Hier haben wir einen Anstieg gehabt von nochmal, naja, ungefähr 20%. Oder aber die Aktie konsolidiert auf diesem hohen Niveau. Also wie gesagt, einsteigen, Stop unterhalb der 200-Tage-Linie platzieren und abwarten. Wir können dann nichts mehr tun. Das war es aus meiner Analystenstube. Mein Name ist Thomas Bob. Und am 25.11. gibt es dann ein Update zu Baumwolle, dem zweiten Kandidat der Serie Trading mit Saisonalitäten. Tschüss und bis zum nächsten Mal.